So, hallo, wir sind wieder in den Spontanaufnahmen. Zumindest mal gucken. Jetzt erstmal eine und dann mal schauen, ob in der nächsten Serie wieder dabei ist. In der jedenfalls nicht. Er hat für das Level, was jetzt kommt, mir angekündigt, dass es stressig wird. Bin gespannt. Mal gucken. Also nicht stressig im Sinne von puzzlig, sondern es ist wieder so ein Minispiel-Switch-Palast. Und der letzte Minispiel-Switch-Palast. Minispiel-Switch. Mini-Spiel-Switch-Palast, ja, so haut das hin, war ja das mit dieser, ja, Coin-Snake. Ich hab Angst. Ich hab Angst, das hier zu öffnen. Okay, let's go. Bitte nichts mit einer Coin-Snake. Ich bin unter Wasser, okay. Okay. Es ist eine. Oh, es ist eine Coin. Okay, es ist immer eine Coin Snake. Okay, es ist immer eine Coin Snake. Alles klar. Und ich muss halt wieder so viel Münzen essen, dass der Koopa dann hier durch kann, weil ich wahrscheinlich den Koopa im nächsten Raum halt brauche. Also angenommen, ich hätte jetzt hier eine Shell dabei. Oh, die Zeit. Ich verstehe. Man kommt wahrscheinlich dann nur mit einer Shell. Ja, man kommt wahrscheinlich nur mit einer Shell dann schnell genug nach hinten. Ja. Und hier ist noch keine Zeit, okay. Und wann kommt der Koopa? Ja, super. Wann kommt der Koopa? Ich meine, ich sehe schon, dass die Coins nicht schon weg. Okay, der Koopa kommt da hinten dann an. Alles klar. Also bis dahin brauche ich, ich glaube, 30 Münzen oder so. Ich glaube, 30 Münzen waren es. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Na, das hat ja gut funktioniert. Okay. Na gut, let's go. Oh Gott, ich darf nicht da hoch. Ich darf nicht da raus. Oh mein Gott. Aber ich meine, der erste haut ja gleich ab. Also eigentlich, wenn der mal weg ist, dann ist ja eigentlich alles chillig. Ne? Also eigentlich muss ich nur den wegkriegen, solange halt so ein bisschen die Münzen-Dings steuern und dann, ja. Na super. Ja, so in etwa. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Also ich glaube, das ist weniger schlimm als das, wo ich hin und her springen musste. Ist zumindest mein bisheriger Eindruck, weil ich hier die viel besser noch steuern kann als bei dem anderen. Aber wir gucken mal. So, wie viel sind das jetzt? 20. 10 Stück mehr. 10 Stück mehr, okay. Also ich glaube, es sind 30. Ich bin mir halt nicht sicher. Ja, doch, das kriege ich schon hin. Das frustriert mich deutlich weniger als dieses Hin- und Hergespringe. Nicht jetzt, dass ich das wunderschön finde, aber ich glaube, das frustriert mich weniger. Ah, ich muss halt aufpassen. Ich meine, ich könnte ja auch der Coinsnake schon mal so ein bisschen hinterher sausen. Eigentlich dürfte das möglich sein, oder? Muss halt koordinieren. Nein, ah ja, ich darf nicht zu hoch. Aber das ist, glaube ich, gut, weil dann komme ich dem gleich hinterher. Ich sehe das gerade recht entspannt, die Stelle hier. Das ist okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich habe was wesentlich Schlimmeres erwartet. Ah, zu bald.
Ja, und jetzt dann, ne? Hatten wir 17. Ich denke, das haut ganz gut hin. Also. Jetzt mal rüber, dann mal da hoch. Ah, okay. Muss halt aufpassen, dass sie nicht stoppt. Ah, das war zu bald. Nein, jetzt hätte ich hochgemusst. Ich muss schon auch schnell sein. Also das ist schon. Oh, jetzt habe ich sie nach unten gesetzt. Ups. Nein, das war wieder zu hoch. Ah, jetzt habe ich sie auch wieder irgendwo hingesetzt, wo sie nicht hin soll. Aber es lässt sich halt besser steuern. Also, das beim Springen war halt das Problem, ne? Dass man wirklich dieses Hin- und Herspringen und dann ist man nicht gescheit gelandet auf den Blöcken. Und dann hat es einen runtergeschmissen und es war alles viel stressiger. Das hier fühlt sich wesentlich entspannter an. Ah, jetzt habe ich es auch wieder irgendwo hingejagt. Aber das Problem wird wirklich sein, dass der Koopa recht schnell da oben angetanzt kommt. Aber ich kann ja gar nicht schneller essen, die Münzen, als die Coinsnack, die mir hinsetzt. Also ich esse die ja nicht, die Münzen. Aber sammelt sie halt. Ups. Da war sie schon wieder weg. Da war sie auch schon wieder weg. Nein. Also, nein, ich wollte noch nach oben drücken. Jetzt hätten wir wieder zwei. Aber 20 ist halt bei weitem nicht genug. Ich meine, man sieht schon, ich komme hier noch ein paar Mal rum. Wenn ich mit der Coinsnake auch entsprechend schnell rumkomme, naja, dann würde das schon laufen. Vielleicht brauche ich auch gar nicht 30. Warte, Yoshi ist ja. Warte! Yoshi ist ja schon 4. Dann brauche ich wirklich nicht 30. Dann brauche ich weniger. Das macht es noch entspannter. Brauche ich 26. Wenn ich richtig liege. Au. Nein, ich lasse mich davon jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Es ist alles gut. Das Leben ist schön. Vielleicht. So. Okay. Ja, doch. 26 ist drin. Ach Mensch. Nicht so hoch. Ihr müsst einfach nur ein bisschen Geduld mit mir haben. Kriegen wir das hin? Okay, wie viel werden das? Wie viel werden das? Wie viel werden das? No, ich hab die anderen. Also ich meine, es war fast. Also, das ist zeitlich drin. Das ist zeitlich sowas von drin. Ah, nicht so. Oh ja, ich kann am Anfang gleich mehr Münzen mitnehmen. Warte mal. Indem ich die so rumlenke. Genau. Ups. Ah. Nicht verschwinden. Ah, nicht so hoch. Nein. Aber die könnten wir wirklich mitnehmen, die Münzen da. Warte, ich kann ja so anfangen. Dann hat der gleich. Ja, dann ist da gleich mehr Zeug. Das ist, ah, wobei, dann könnte es ein bisschen zu knapp werden. Na, vielleicht nicht so gut. Denk der Anfang, wie ich ihn bisher hatte, war schon okay. Mensch, jetzt hier. Ja, ich sollte bei der Theorie bleiben, wie ich sie gerade hatte. Weil jetzt mache ich Quatsch. Na, ah, jetzt habe ich es wieder verdingst. Nein. Nein.
Ja. Über. Nicht stoppen. Nicht stoppen. Ich kann ja wirklich, wenn die untere weg ist, so, dann kann ich da unten ja. Ah, jetzt habe ich aber die anderen nicht eingesammelt. Das war jetzt schlecht. Na, schade. Ich kann ja wirklich, wenn die untere weg ist, kann ich ja unten eigentlich hin und her wuseln. Ich muss die nur einmal wegkriegen. Ah, das ist jetzt wieder blöd, weil jetzt halt nicht mehr dazu kommt. Ich muss das halt auch wegmachen, was die setzt. Dann habe ich den Platz. Dann habe ich den Platz, den ich brauche. So, jetzt. Okay, wie viel haben wir? Ja, ist jetzt erstmal egal. Wir können jetzt testen, ob die 26 reicht. Ach, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst und nach unten gedrückt. Also ich habe nicht nach unten gedrückt. So rum. Nein. Mist. Nein. Aber das heißt, diese Switches werden immer so eine Coin-Snake-Rätsel sein. Okay. Dann weiß ich zumindest schon mal, dass es wirklich immer eine Coin-Snake ist. Nicht da oben raus. Nein. Nein. Nein, nicht Pause drücken. Oh, das war zu bald. Nein, nicht einsammeln. Also, das sieht aus, als würde man es einsammeln. Ich habe, man drückt einfach nicht die richtige, rechtzeitig die Taste. Man lässt einfach gegen die Wand fahren. Man kann die vordere Münze nicht einsammeln, normalerweise. Ah! Nein, nicht oben raus. Nicht. So ist es. Nein, das war so gut. Das war so gut. Wenn ich der gefolgt wäre, das wäre es gewesen. Okay. Ich kann der komplett folgen. Ich kann der komplett folgen. Ja, jetzt habe ich sie da in die Wand gesetzt. Nein, nicht oben raus. Nein. Also es wird wahrscheinlich den ganzen Part dauern, aber es ist halt trotzdem entspannt zu spielen. Weil man jetzt nicht so viel beachten muss. Es ist schwierig, aber es ist nicht so, dieses nicht so stressig wie das Hin- und Hergehüpfe. Das hat mich so aufgeregt. Das hier ist alles, das ist entspannt. Na, ich drücke mal nicht nach unten dann. Ja, sehr gut. Nein, jetzt habe ich wieder verpeilt. Nicht oben raus. Nicht oben. Oh je. Ja. Nein! Wie viel wären das geworden? 25. Ich glaube, das hätte eh nicht gereicht. Ja, es wären auch wieder 25 geworden. Nein.
Vielleicht gibt es aber auch noch einen besseren Ansatz. Vielleicht ist mein Ansatz noch nicht der beste. Kann natürlich sein. Aber ich will eigentlich... Ja, wenn ich jetzt nochmal den Ansatz ändere... Weiß ich nicht. Nee, ich würde schon dabei bleiben. Wie gesagt, vielleicht geht es irgendwie leichter, aber... Ja, bin mir nicht sicher. Meine Anfangstheorie war ja hier, mich hinzustellen, das Ding zu steuern. Aber dadurch sammle ich halt kaum Münzen ein. Und dann erst muss ich die Münzen einsammeln, das... Ah, nee, ich muss es schon mit dem Ding zusammen einsammeln, würde ich sagen. Das Einzige, was ich halt machen könnte, ich könnte ein paar Münzen am Anfang mitnehmen. So nämlich. Ja, die könnte ich schon mal mitnehmen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Und dann darüber. Dann habe ich nämlich gleich mehr am Anfang. Ich denke, das ist schon ganz, ganz gut so. So zu starten ist, denke ich, schon ganz gut. Nur halt dann ohne, dass man das Ding in die Wand reindrückt. Ja, das, was ich leider mache in dem Fall. Na. Ah. Ja, ja. Und okay. Das war gut. Das war ein guter Anfang. Das nicht. Nein, nicht oben raus. Nicht oben raus. Nicht oben raus. Ah, Mist. Nein, geh doch runter als erstes. Nee. Das reicht bei weitem nicht. Aber die Zeit. Also, es wird halt noch kritisch, das in der Zeit dann hinzukriegen. Dass der Koopa nicht schnell genug, also nicht kommt. Das wird noch spannend. Nein. Nein. Nicht oben raus. Nein! Das war so gut. Man sollte ich erstmal unten langlaufen, wenn ich so weit bin. Ach, nicht. Geh doch runter am Anfang. Nein. Nein, ah. Geh doch runter am Anfang. Nein, jetzt habe ich wieder nach links gedrückt. Nein, jetzt bin ich wieder zu hoch. Geh doch runter. Oh oh, ich habe da drüben zu viele Münzen. Mist. Aber der Koopa ist halt auch schon da. Also das wird echt streng. Also,
Das Zeitliche ist das eher Stressige. Vielleicht sollten wir einfach erstmal in Ruhe testen, ob es wirklich 26 Münzen sind. Bevor ich das auf Zeit versuche. Aber es müssten 26 sein. Ah, es waren. Ja, jetzt habe ich 23 gehabt. Okay. 23 ist auf jeden Fall zu wenig. Es müssten 26 sein, meiner Meinung nach. Nicht mehr mitgenommen. Ah, bitter. Okay. Bitter. Bitter. Okay, 26 reicht nicht. How much brauche ich? Sind es nicht 30 Münzen normalerweise, die man da... Wie viele Münzen brauche ich? Also sehr viel zu wenig. Ups. Wie viel brauche ich? Ich dachte, das reagiert bei 30 Münzen irgendwie. Jetzt habe ich 28. Jetzt gucken wir mal. Hä? Oh je, jetzt wird's doch ein bisschen kritischer. Jetzt wird es doch ein bisschen kritischer. Wie viele Münzen brauche ich? Wie viele Münzen brauche ich? Nein, ah, jetzt bin ich hier wieder abgerutscht. Nein. Nein. Ah, Mist. Zu weit drüben. Ich hätte gedacht, 26 ist die, weil... 4 ist der am Anfang und ich dachte, bei 30 Münzen reagiert dieser Block. Ach so. Ich bin blöd. Ja, 26 weitere, aber oben auf dem Zähler muss es ja trotzdem 30 anzeigen. Ich bin ja komplett lost. Ja, klar, oben auf dem Zähler muss es trotzdem 30 anzeigen. Ja. Ja, klar. Wow. Ich habe irgendwie gedacht, der Zähler da oben sind die zusätzlichen Münzen und die 4, die ich schon habe, sind ja schon da. Aber die sind ja im Zähler drin. Okay. Lost. Lost, aber entspannt. Knapp mit 30 in der Zeit, bis der Cooper darum ist.
Ja, schade. Ich muss irgendwie eine Fläche finden, wo ich schnell Münzen sammeln kann, sonst wird das nichts. Bisschen was muss ich trotzdem jetzt umdenken hier, glaube ich. In meinem Konzept. Das ist schwierig. Ich wollte schon gerne dem einfach hinterher. Das muss doch möglich sein. Jetzt habe ich die da drüben nicht eingesammelt. Das ist natürlich schlecht. Ja, so ist auch schlecht. Ja, so war auch dämlich. Nein! Nein! Verschwinde doch nicht. Brauche dich doch. Nein! Aha, nicht zu bald rüber. Das wird echt knapp. Also 30 wird knapp. Oh oh, jetzt habe ich die nicht mitgenommen. Ja, wie soll ich da? Ja, keine Chance. Oh, das ist auch ein interessanter. Ja, okay, aber das ist dauert zu lange. Das dauert zu lange. Das ist nicht so gut, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, wenn ich zu lange brauche, dann ist ja, kommt ja der andere da schon rum. Nee, das ist nicht. Nee, ich... Ah, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Denke nicht. Auch das ist, erscheint mir schon... Ah, wobei, das könnte gehen. Aber es ist eigentlich schon kritisch. Nee, das ist... Nee. Das ist zu stressig. Das ist zu stressig. So. Nein, ich muss schon an der Reihe sein. Ups. Ups. Na, hoch mit dir. Na, jetzt habe ich nicht nach unten gedrückt. Ich schaue übrigens gerade auch bewusst nicht nach, wie lange wir schon aufnehmen. Wenn ich jetzt schätzen müsste... würde ich sagen... schätzen wir mal ein bisschen optimistisch. 20 Minuten vielleicht? Aber ich nehme so lange auf, bis ich's hab. Also, wenn der Part jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde wird, dann ist das halt so.
aber ich hoffe es nicht. Mein, an sich, der Ansatz ist, denke ich, ganz gut. Ich muss es nur noch umsetzen. Aber ich werde nicht beginnen, mich aufzuregen. Nein, wieder hoch mit dir, Mist. Nein, immer falsch Pause drücken. Ah! Ich überlege halt auch die ganze Zeit, ob es nicht noch doch irgendeine andere Theorie, Möglichkeit gibt, da so durchzukommen. Bin mir da noch sehr unschlüssig, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe. Nein, das war gut. Oh mein Gott, das war viel zu gut. Aber der Gedankenfail mit den 30 Münzen ist halt auch wieder so eine typische, ne? Also es ist wieder so typisch ich einfach. Klar muss der Zähler 30 anzeigen. Also kann man denn so lost sein? Ich meine, wenn ich es hier schaffen würde, das einfach zu kreiseln, das wäre ja auch nicht schlecht. Aber das werde ich halt nicht schaffen, weil ja das Ding immer die ganze Zeit kommt. Und ich nicht ewig Zeit habe, um das auszumanövrieren. Das Dumme ist nur dieses Runterlassen am Anfang, das erfordert halt noch mehr Inputs, die ich gerne verhaue. Ja, genau so meine ich das. Dann geht es nämlich hier nicht mehr hoch. Das war... Oh, ich wollte gerade sagen, das war gut, aber dann ist es scheinbar nicht rechtzeitig oben angekommen. Ah, die soll nicht verschwinden. Ich drücke auch eigentlich gar nicht mehr nach links. Ich weiß nicht, vielleicht drücke ich einfach nicht rechtzeitig nach oben oder so. Kann natürlich auch sein. Nein! Mano! Wo haut die denn immer ab? Das gibt's doch nicht. Oh oh. Ja, ja, das war ein guter Anfang, aber dann leider zu viele Münzen liegen lassen. Nein! Ich versuche es jetzt nochmal anders. Ich versuche jetzt einfach mal komplett außenrum zu gehen. Oh, jetzt ist er weg. Einfach mal komplett außenrum zu gehen die ganze Zeit. Ich glaube nämlich, das ist genau passend so von dem Ding her. Wenn ich jetzt hier außenrum, ne? Einfach so. Wenn ich so die ganze Zeit schwimme, dann geht es die ganze Zeit außenrum. Ich glaube, das ist am besten. Ohne diesen komischen Anfang, wo ich das nach unten schicke. Einfach dann hier weiter und dann da hoch und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich am besten. Dann habe ich zwar die zwei Münzen da am Anfang nicht mitgenommen, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ah, jetzt habe ich die nicht. Okay. Ich glaube, ich hätte dabei bleiben sollen. Der Moment, als ich das gewechselt habe mit dem nach unten gehen am Anfang, ich glaube, das war falsch.
Weil das hier klappt nämlich ganz gut. So komme ich da viel besser rum. Jetzt hoch. Ah, schade. Da ist sie nicht hochgegangen. Ärgerliche Momente. Jetzt ist die da drüben nicht... Ja, das ist der gleiche Quatsch. Aber so komme ich, glaube ich, besser. Doch, so manövriere ich das deutlich besser. Ja, jetzt hätte ich die da oben wegmachen müssen. Ich muss halt wirklich alle hinter... Also ich muss alle hinter dem Ding wegmachen. Ah. Aber ich denke, so ist es besser. Ich denke, so ist es besser. Oh, ich wollte gerade sagen, das war gut, aber dann bin ich nicht nach unten gekommen. Nein. 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 Aber ich glaube, wir kommen der Sache näher. Ich glaube, der Fehler war wirklich anzufangen, dieses Ding nach unten zu drücken am Anfang. Das sieht gerade super gut aus. Eine zu wenig. Ich habe wieder die oben nicht mitgenommen. Okay, aber das ist es. Aber das ist es. Aber das ist es. Nein, jetzt habe ich nach unten gedrückt. Die da oben sind... Ja, die da oben müssen noch weg. Vorher. Nein. Na... Aber das ist es. Wir hatten es gerade. Wir hatten es gerade. Ah, das war es einfach. Also, das, was wir gerade hatten, das war es einfach. Ah, doch, das kriegen wir hin. Aber das ist das, was ich meinte. Es ist echt an sich, also... Es ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist stressig im Sinne von... Dass das da dieses Gefühl bei mir aufkommt, dieses Aggressionsgefühl, was ich bei den Sprüngen zum Beispiel hatte. Das hier ist was, das ist absolut alles kontrollierbar. Alles, was ich falsch mache, kann ich nachvollziehen. Und es fühlt sich nicht so komisch an. Ah, jetzt habe ich wieder nach unten gedrückt. Nein. Oh, das war vielleicht ein bisschen bald, da rumzugehen. Nope. Ja gut. Darf die Münze halt nicht liegen lassen, sonst kann ich nicht mehr mit der Snake lang. Nein, ich hab's wieder nach unten gedrückt. Nein. Ich denke, so langsam könnten wir wahrscheinlich jetzt bei der halben Stunde sein. Also gut, dann wird der Part halt eine halbe Stunde lang. Aber wir werden es bald haben. Ups. Wollte nicht auf Exit drücken. Nein. Ist die Musik jetzt lauter, nachdem ich wieder gestartet habe, das Level? Nee, kam mir nur so vor. Weil wir wieder den Anfang hatten von dem Lied. So, jetzt ist wieder leiser. Ja, alles. Oh, Mist. Nein. Boah, wir hatten es vorhin so gut. Und dann, da habe ich die letzte Münze einfach liegen lassen. Das ist richtig dumm.
Oh, oh, die da drüben muss weg vorher. Ah, shit. Oha, was war das denn jetzt für eine Aktion? Nein! Ich bin wirklich gespannt. Wahrscheinlich gibt es eine viel einfachere Variante als das, was ich mache. Aber es müsste zumindest funktionieren irgendwie. Es müsste zumindest irgendwie funktionieren. Mist. Die da drüben ist ungünstig. Ja, okay. Ich bin eher in das Ding reingerasselt. Nein. Jetzt bin ich da hängen geblieben. Nein. Nein. Schade. Nein, jetzt ist wieder nach unten abgehauen. Nein, jetzt hätte ich nach oben drücken müssen. Mann. Nein. Oh, nicht, dass das schon eine Stunde oder so ist, aber ich so gefühlstechnisch würde ich sagen 35 Minuten. Nein, das war gut. Das war einer der besseren Versuche mal wieder. Das war auch nicht so schlecht. Nein, nach oben mit dir, du Nuss. Mist. Mist. Nein. Okay, dann geh nach unten. Mist. 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 Boah, wie habe ich das denn damals gemacht, als ich die 30 hatte? Also ich hatte ja 30 Münzen hier, ich habe nur die 30. nicht eingesammelt. Ah, das war ein bisschen blöd. Ein bisschen sehr blöd. Nein, jetzt ist wieder da unten in den Boden gedingst. Nein. Oh oh, naja, hat eh nicht funktioniert. Nein! Ach Gott. Nein! Mann! Das hätte es doch sein können. Leicht. Nein, geh doch hoch! Oh oh, ja. Wollte gerade sagen, das wird eh nix. Hoch!
Nein! Oh, das ist jetzt schlecht, weil dann hörte ich hier... Ja, die hätte ich wegmachen können. Es wäre gar nicht so verkehrt gewesen, dass ich die da hinten umdrehen lasse und dann hier die Münzen wegnehme und dann habe ich da wieder frei. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Das müssen wir ausprobieren. So. Okay. Das ist es. 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 Wenn ich hier hinten bin, kann ich den Rest... Oh mein Gott, das ist ja voll gut. Das ist ja voll gut. Das ist ja voll gut. Das macht's noch entspannter. Ja, ja, das könnte... Nein, oh, ich, oh, bei weitem nicht. Bei weitem nicht, okay. Nein, jetzt hätte ich sie weiterlenken müssen. Aber dann muss ich sie wirklich nur da nach hinten bekommen, so. Und jetzt räumen wir den Rest einfach ab. Ah, ganz knapp immer. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Upsi. Oh, hätte ich die Strategie mal eher gefunden. Die ist ja voll gut. Nein. Oh shit, jetzt habe ich die nicht genug gemünzt. Nein! Nein! Aber jetzt haben wir es. Also, wir haben es jetzt. Ich weiß jetzt, wie ich 30 zusammenbekomme und wie ich sie fast rechtzeitig dann einsammeln kann. That's it. Oh, es war wieder eine zu wenig. Ups. Es war wieder eine zu wenig, okay. Aber das wäre es gewesen. Jetzt ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, weil jetzt haben wir die Theorie. Jetzt haben wir eine gute... Nein, ich habe es zu bald gestoppt, ne? Ja. Jetzt haben wir eine gute Strategie. Läuft. Jetzt habe ich das endlich rausgefunden, was mir noch gefehlt hat. Na, die Strategie. Ah, so knapp, Mann. So knapp. Ups, da bin ich etwas übers Ziel hinausgeschossen. Huch. Okay. Yes. Nice. Gut. Gut, dass ich den gesetzt habe. So. Okay, 8 Sekunden, let's go. Ich denke, es geht wirklich nur um die Geschwindigkeit. Ja. Oh. Imagine einfach, man spielt das komplett ohne Saves und man stirbt da hinten nochmal. Einfach, weil man nicht schnell genug ist. Das wäre dieses andere Bittere. Okay. Puh. So, wir haben gebraucht... Oh mein Gott, wir sind bei 50 Minuten. Ja gut, hat dann doch ein bisschen gedauert, wa? Ist in Ordnung. Danke an alle, die mich 50 Minuten hier jetzt auf dieser Reise begleitet haben. Das war sehr abwechslungsreich. I'm sorry. Danke fürs Zuschauen und tschüss.